Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich bin's wieder, euer Yasin. Und ja, Freunde, auf jeden Fall heute mal mit einem, ja, erweiterten Video von der Karriere in OSM mit der Eintracht aus Frankfurt. Heute, letzter Spieltag der Hinrunde, um euch nochmal zu erklären, da oben steht Runde 20, weil der DFB-Pokal auch noch in die Runden mit eingerechnet wird. Und wir müssen 3 Runden abziehen, weil ja die dritte DFB-Pokalrunde vorgestern war. Und ja, auf jeden Fall, wir haben hier definitiv ein Spitzenteam heute bei uns zu Gast, nämlich Borussia Mönchengladbach. Die sind momentan Dritter in der Liga. Ich hoffe auf ein gutes, erfolgreiches Spiel für uns als Coach von der Eintracht. Aber ich würde sagen, wir schnacken auch jetzt nicht mehr so lange rum, sondern gehen direkt rein, gucken, was das Spiel so von sich bringt. Wenn wir verlieren, bin ich nicht böse. Und ja, wir gehen dann, würde ich sagen, jetzt auch rein gegen Gladbach. Let's go. Neymar mit einer tollen Flanke, die Çalhanoğlu erreicht. Fallrückzieher. Okay, Çalhanoğlu mit der ersten Gelegenheit. Aber die geht nicht rein. Gegen den Pfosten. Eieiei. Kolo Muani hat den Ball am Fuß. Der geht auch nicht rein, ey. Ich krieg's kotzen. Echt. Aber mal wieder ist der Pfosten im Weg. Gelbe Karte für Kolo Muani. Jetzt mal Gladbach mit der Chance. Aber die treffen zum Glück auch nicht. Mudrik berührt den Ball mit seinem Kopf nach einer Ecke. Auch nicht drin. Götze versucht es jetzt mit einem Distanzschuss. Na. Ah. Schade. Nunez kommt mit dem Kopf nach einer Flanke von Cancelo dran, aber auch der Ball geht nicht ins Tor. So kriegt er jetzt auch gelb. Alaba kriegt auch gelb. Und somit gehen wir mit einem 0:0 in die Pause. Mit einem, wie ich es aber auch sagen würde, leistungsgerechten 0:0, weil beide Mannschaften spielen wirklich offensiv. Und ja, deswegen, ich muss jetzt einmal tief durchatmen. Tolles Spiel bisher. Auch den Zuschauern muss es viel Spaß machen. Ja, macht's, denke ich. Deshalb bist du Experte, Harry. Auf geht's in die zweite Halbzeit. Ja, Freunde, wie gesagt, bisher offenes Spiel. Beide Mannschaften spielen gut mit. Wir gehen in die zweite Halbzeit und gucken, was uns noch so erwartet. Erstmal 2 vergebene Chancen von uns. Mudrik köpft wieder aufs Tor. 59. Minute. Und der ist diesmal drinne. 1:0 für Borussia Mönchengladbach. Alaba wird jetzt durch Koundé ersetzt. Militao kriegt auch gelb. Neymar berührt jetzt den Ball mit seinem Kopf nach einem Eckball. Ah, Leute, das ist zu schlechte Chancenverwertung. De Jong jetzt mit der Chance auf 2:0 zu erhöhen. Macht er nicht. Ndika jetzt zu Götze, der ihn Volley nimmt. Ach Leute, das ist zu fahrlässig. Leute, achtet da nicht drauf, was gerade passiert ist.
Nächste Chance für Gladbach, aber noch immer 0 zu 1. Anthony verlässt den Platz und Rashford kann zeigen, was er drauf hat. Und ja, Freunde, wie es sich jetzt in der zweiten Halbzeit ergeben hat, verlieren wir dieses Spiel leider gegen Gladbach mit 0 zu 1. Grund dafür, würde ich mal behaupten, ist wieder unsere fahrlässige Chancenverwertung. Wir hatten die Chancen, Tore zu schießen, aber wir verwerten die Chancen halt wieder nicht vernünftig. Dadurch vergrößert sich jetzt auch der Abstand auf Freiburg auf dem Tabellenvierten. Als nächstes spielen wir morgen gegen die TSG 1899 Hoffenheim, die ja auch momentan ein bisschen wackeln. Aus den letzten 5 Spielen haben die nur 2 Siege geholt, habe ich gerade gesehen hier. Wir aus den letzten 5 Spielen 2 Unentschieden, 1 Sieg und 2 Niederlagen. Also feststeht, wer sich hier im Verfolgerduell durchsetzt, der wird auf jeden Fall vorerst auf den 7. Platz klettern. Das kann dem dann keiner nehmen. Deswegen würde ich bevorzugen, wenn wir es sind. Aber wir müssen gucken. Ziel in der Saison ist, wir müssen 5. werden. Oh, Kolmolania droht. Das ist scheiße. Das ist richtig kacke. Und das vor allen Dingen jetzt gegen Hoffenheim. Gut, da muss Boré halt einspringen. Müssen wir halt so machen. Aber ja, Freunde. Nächstes Spiel, wieder ein sehr, sehr interessantes Spiel, weil, wie gesagt, wir spielen gegen die TSG 1899 Hoffenheim und wenn wir das Spiel gewinnen sollten, sind wir vorerst auf den 7. Platz. Wie gesagt, unser Ziel ist 5. Da, wo Dortmund gerade ist, das sind momentan 7 Punkte Abstand. Könnten wir noch diese Saison schaffen, müssen wir mal gucken. Aber ich bin bis jetzt eigentlich mit der Hinrunde zufrieden. Gut, die 30-Punkte-Marke hätten wir schon noch vielleicht knacken können, bevor die Hinrunde vorbei ist. Ist halt nur mal so, wie es ist jetzt. Kann man nicht mehr ändern. Und ja, auf jeden Fall würde ich sagen, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Beziehungsweise morgen. Wenn euch das Video gefallen hat, sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis dahin und ciao, ciao.